Hallo Leute und willkommen zurück zur Thief Challenge. Ja, gestern Abend lese ich nichtsahnend eure Kommentare zur letzten Folge, so wie ich es immer tue, und entdecke plötzlich einen Kommentar, in dem steht: Marc ist schwanger. Und ich denke mir: Nein, das kann nicht sein, was für ein Quatsch, Marc ist nicht schwanger. Und lese weiter und entdecke den nächsten Kommentar: Marc ist schwanger. Und ich denke immer noch: Nein. Und dann lese ich noch mehr Kommentare und es steht überall: Marc ist schwanger. Und ihr hättet wohl in der letzten Folge ein Leuchten am Bauch gesehen. Und ich glaube dann tatsächlich, ihr habt recht. Also wenn es so viele Leute schreiben von euch, wenn so viele das Leuchten gesehen haben, ich muss gestehen, ich habe es nicht gesehen, aber ihr habt es gesehen und Marc ist schwanger. Vom Alien geschwängert. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Auf der einen Seite finde ich es ultra cool, weil ich das noch nie in einem Let's Play hatte, generell bei Sims noch nie hatte, dass, ja, ein Mann schwanger wurde vom Alien. Und ich finde es cool, das bringt aber meinen kompletten Plan durcheinander. Das bringt tatsächlich alles durcheinander. Max, bleib bitte hier, quatsch ein bisschen mit ihr. Es bringt alles durcheinander, wirklich. Ich hatte mir so schön vorgenommen, dass wir hier als nächstes mit dem Geld, was reinkommt, unseren Keller weiter ausbauen, dass wir eventuell den Pool bauen können, dass wir einen Whirlpool dahinstellen. Und jetzt bekommen wir noch ein Kind. Und ich weiß nicht, wo ich hier noch ein Kinderzimmer dran bauen soll. Ich möchte ungern noch eine zweite Etage. Also muss das Kinderzimmer hier irgendwo sein? Ich weiß, dass man die Alien-Babys, wisch mal bitte auf. Ich weiß, dass man die Alien-Babys zurückgeben kann, zurück ins Weltall schicken kann. Aber das möchte ich natürlich auf keinen Fall. Ich werde es lieben und aufziehen, als wäre es mein eigenes Kind. Also es ist ja auch Marks eigenes Kind. Aber trotzdem, Leute, das bringt meinen kompletten Plan durcheinander. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wenn Marc wach wird, wie er so reagiert und wie lange das Ganze dauert. Ich glaube, es dauert genauso lange wie eine ganz normale Schwangerschaft. Das heißt, in ein paar Tagen, in ein paar Folgen haben wir ein Alien-Baby. Nee, es will noch nicht in meinen Kopf. Es will noch nicht in meinen Kopf. Ich freue mich, wie gesagt, drüber, aber es bringt einfach alles durcheinander. So, dann haben wir drei Kinder und, also drei Kinder in Anführungsstrichen und Max noch als Teenie dazu. Leute, wie soll ich das schaffen? Ich bin jetzt schon überfordert hier mit einem Fünf-Personen-Haushalt. Wie soll ich das schaffen? Das ist unfassbar. Aber ich freue mich, wie gesagt, drauf. So, Maya, du kannst mal bitte hier die Kuhpflanze melken und dich auch sonst hier ein bisschen um deine Pflanzen kümmern. Ach schön, die beiden umarmen sich und gehen dann hoffentlich gleich alle pünktlich zur Schule. Aber das passt ja jetzt ganz gut, ne? Muss man sagen, das passte ganz gut mit dem Schlafen. Es sind alle einigermaßen gut drauf. Das freut mich. Und Olivia, ich weiß gar nicht, sie müsste ja eigentlich auch gleich zur Schule, ne? Wo wollt ihr hin, ihr zwei? Ach so, ich dachte, die wollen zusammen irgendwo hin. Was macht sie? Du lässt dich nicht wieder fressen. Nee, nee, das geht ja auch gar nicht. Die Kuhpflanze bietet ja gerade gar keinen Kuchen an. So, sie ist verspielt, Max ist verspielt. Och Gott, ist das süß. Ist das süß. Maya ist auch verspielt. Und was macht Marie jetzt? Marie möchte Fernsehen gucken. Actionkanal. Ja, das ist genau das Richtige vor der Schule. So, was geht jetzt hier ab? Alle stehen hier jetzt rum? Max, warum beschwerst du dich? Was soll das? Was soll das? Ich muss ihn auf jeden Fall nochmal malen bei Gelegenheit. So, und du schläfst noch ein bisschen, ne? So, Kinders, ab zur Schule. Ich kann das schon mal abbrechen. Ich kann hier das Quatschen schon mal abbrechen, damit hier auch jetzt tatsächlich pünktlich losgeht. Und mit Olivia müssen wir dann mal gucken. Rein theoretisch, klar, müsste sie doch auch in der Schule sein. Aber nein, das sieht gerade nicht so aus. Ich weiß jetzt nicht, ob sie abhaut oder was sie tut, aber alle anderen sind anscheinend gerade auf dem Weg. Okay. So, dann lassen wir die Olivia jetzt mal machen. Was machen wir mit dir, Maya? Wollen wir noch ein bisschen was malen? Oder soll ich jetzt einfach mal den Marc aufwecken? Wobei, ja, gut, ein bisschen lasse ich ihn noch schlafen. Maya, was machen wir mit dir? Hast du hier soweit alles erledigt? Ja, ne? Sieht gut aus. Können wir damit. Moment, Moment, Moment. Damit, hallo, irgendwas machen, Profigärtner? Nee. Was hast du vor? Mit Olivia plaudern? Ja, gut, kannst du eigentlich machen. Ich habe gerade kurz überlegt, ob wir noch ein, zwei Gemälde malen, aber wenn sie jetzt lieber hier quatschen möchte,
Ist das auch schon okay? Kann sie die Freundin, die Freundin ihres Sohnes mal ein bisschen kennenlernen? Ja, willst du über Affen erzählen? Ja, mach das einfach mal. So, Unfug muss ja nicht unbedingt sein, einfach ein bisschen freundlich sein, nach Karriere fragen. Ja, mal gucken, was sie so macht, wenn sie schon nicht zur Schule geht. Schmeicheln können wir ihr auch mal. So, mein Lieber, wecke ich dich schon auf? Nee, nee, lieber nicht. Lieber nicht. Aga, aga. Dieses Aga, aga von ihm, das ist auch so wahnsinnig. Ja, Leute, dann müssen wir echt schauen. Hat erfahren, dass Olivia Oberschülerin bei Buckingham Oberstufe. Ja, ja, warum geht sie dann da nicht hin? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt müssen wir erst recht teure Gegenstände klauen. Ich habe in letzter Zeit ein paar Mal in den Kommentaren gelesen, ja, geh doch mal in andere Haushalte und nicht immer in die üblichen, die teuren Gegenstände haben, da habe ich auch schon, ach, sie haut ab, da habe ich auch schon drauf geantwortet und gesagt, ja, nee, ich möchte ja gerne, was, wer ruft an, wo, hä? Was? Hey, Maike, wir fänden es toll, wenn du unserer Gruppe Abenteuergilde, ja doch, mit ihr, können wir das mal machen? Okay, ich bin dabei. Willkommen in der Gruppe. So, wurde in die Gruppe Abenteuergilde aufgenommen, alles klar, müssen wir da mal bei Gelegenheit schauen, was wir da mit der Abenteuergilde so anfangen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, wer hat das denn gemalt? Ach, das ist von Maya, pass mal auf, wir ziehen das mal eben ins Inventar. Können das dann bei Gelegenheit in der Garage aufhängen, nach Vorlage malen, abstraktes. Mach doch mal ein großes, surrealistisches. So, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass du jetzt erstmal aufstehst, mein lieber schwangerer Mann. Oh. Zahltag. Vor einer Woche hat ein Kind Maike die Chips abgenommen und heute hat es auch noch ihren Brownie geklaut. Was, warum nimmt die so ungesundes Zeug mit zur Schule? Es wird Zeit, dass sich Maike zur Wehr setzt. Dazu sieht sie zwei Möglichkeiten, öffentlich blamieren oder private Rache. Private Rache, natürlich. Das gemeine Kind schnappt sich wie erwartet den Brownie von Maike. Aber heute wird alles anders sein. Ja, heute wird ein ganz besonderer Tag. Maike fragt sich schadenfroh, ob das gemeine Kind wohl schon das Wort Laxativ gehört hat. Laxativ, hat sie das jetzt vergiftet oder was? Also nicht vergiftet, sondern hier, Dingens. Komme ich nicht auf das Wort. Ja, nicht Rizinusöl, sowas halt, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt aber hier zum Wesentlichen. Alter, ich glaube es nicht. Ersetzen können wir die nicht. Du kannst es danach mal bitte reparieren und dann noch schnell hier aufwischen. Oh Gott, was ist denn heute los? Testtag. Ach so, das ist der Test wieder. Ja, für schwierigen Test lernen. Max bekommt eine gute Note in dem schwierigen Test, aber der leichte Test ist leider doch nicht so einfach, wie er hofft. Und er bekommt eine 2+ und eine 3-. Dumm gelaufen. Ach, das ist doch voll in Ordnung. Das ist doch okay. So, kannst du dir noch... Da ist gar nichts mehr da. Ist denn davon... Ja, da ist nicht mehr so viel drauf, ne? Caprese-Salat essen. Pass mal auf, wir machen das mal so. Und danach kann er sich vielleicht noch den zweiten holen. So, was ich jetzt eigentlich sagen wollte... Ich habe öfter in den Kommentaren gelesen, geh doch mal zu anderen Haushalten, nicht immer in die gleichen Haushalte. Dazu habe ich auch schon geantwortet in den Kommentaren. Und zwar, dass die anderen Haushalte ja oftmals nicht so wertvolle Dinge haben. Und ist ja unser Ziel ist, Geld zu verdienen, vor allem jetzt. Also es ist, versteht das nicht falsch, es ist nicht so, dass ich keine Lust mehr auf die Challenge habe. Darum geht es mir gar nicht, aber nichtsdestotrotz sind wir schon bei 80 Folgen. Und irgendwann sollte das Ganze mal zu einem Ende kommen, damit es nicht langweilig wird. Was nicht bedeutet, dass ich es jetzt langweilig finde. Versteht es bitte nicht falsch. Aber aus dem Grund möchte ich natürlich, so gut es geht, wertvolle Dinge klauen. Und vor allem jetzt, ne? Wir müssen ein komplettes Kinderzimmer wieder einrichten. Ich möchte ja nicht, dass sich unser Alien-Kind hier ein Zimmer mit jemandem teilt. Das muss nicht sein. Wir werden da schon noch ein Zimmer bauen. Die Frage ist nur, wo? Die Frage ist echt, wo? Wir könnten hier vielleicht noch einen Raum ziehen, wobei ich das ja eigentlich nicht wollte. Ich wollte die Ecke ja so ein bisschen freilassen. Man könnte Badezimmer und Büro hier noch ein bisschen verkleinern und da noch ein Zimmer hinsetzen. Ich weiß es nicht. Also hier hinten möchte ich ungern was dran bauen, weil dann bräuchte man wieder einen Flur oder so. Wir müssen mal schauen. Vorne möchte ich eigentlich auch nichts dran bauen, weil das gefällt mir so ganz gut, muss ich sagen. Ich finde das schön, dass das hier so... Ja, so dreigeteilt irgendwie ist, das soll auch so bleiben. Und das hier mag ich eigentlich auch. Ja, wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen. Es wird ja jetzt sowieso noch ein bisschen dauern. Was ist jetzt mit dir? Du hättest rein theoretisch noch ein bisschen Hunger, ne? Pass mal auf, dann isst doch noch den zweiten Caprese-Salat, der hier war. Kannst du den nochmal eben schnell futtern? Und dann bin ich gespannt, wann es bei ihm losgeht, dass er sich schlecht fühlt.
Also ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht zu viel versprochen habe und ich hoffe auch, dass ihr nichts Falsches gesehen habt. Nicht, dass er jetzt doch nicht schwanger ist, weil es kommt keine Reaktion. Aber ihr habt halt geschrieben, der Bauch hätte so ein bisschen geleuchtet. Ich habe die Stelle leider nicht gefunden in der letzten Folge, aber ich glaube euch das natürlich. Ich warte nur darauf, dass hier was passiert. Aber es passiert nichts. Okay, die Frage ist, was machen wir überhaupt gleich? Ich denke, wir gehen dann echt direkt wieder los, ne? Das bietet sich ja dann sowas von an, 15.000. Ja gut, mit 15.000 können wir schon einen Raum einrichten, das ist klar. Aber mit meinem Pool da unten und Whirlpool, das wird nichts. Das wird ganz und gar nichts. So, du hast auch Hunger. Die Frage ist, ich lasse dich auf jeden Fall noch malen. Kann er auf der Toilette... Ach so, er will die verwenden. Ich habe jetzt gedacht, oh, hier steht ein Glas, ob er vielleicht einen Schwangerschaftstest machen kann. Ich weiß gar nicht, ob die Männer das können. Leute, wir bekommen da ein Alien-Baby. Ich kann das gar nicht fassen, wirklich nicht. Ich finde das echt toll, muss ich sagen. So, was malst du? Oh Gott, das da, das finde ich ja nie so schön. Aber ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Pass auf, wir ziehen das ins Inventar. Wir müssen auf jeden Fall mit Marc noch ein bisschen malen bei Gelegenheit. Ich warte jetzt. Oh, jetzt ist das Klo auch noch kaputt. Ersetzen für 230. Komm, 230 geht klar. Das können wir machen. Dann wisch du hier eben auf und wenn du damit fertig... Ja. 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 Leute, ja. Er ist definitiv schwanger. Er ist definitiv schwanger. Ich habe es gerade gesehen. Was machst du? Pfannkuchen zubereiten. Nee, warte mal bitte. Wir gehen gleich ganz schnell eben was klauen, weil jetzt brauchen wir es mega dringend. Die Kohle. Bist du fertig? Ja, du bist fertig. Dann gehen wir ganz schnell los zu Life is Strange oder wie gesagt zu den üblichen Leuten. Es dauert wieder ganz schön lange hier. Ja, komm, gehen wir direkt dahin. So, Maya, meine Liebe. Ach, Marc, du kommst mit. So, oh Mann, der schwangere Marc. Ich kann es nicht glauben. So, du kannst an die Tür klopfen. Ich beeil mich auch. Also ich mache das jetzt wirklich ganz fix, weil ich gleich eigentlich gerne noch woanders hingehen würde. Und da vielleicht mal mit ein paar Sims quatsche. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, bis die Kinder aus der Schule kommen. Zu Hause gibt es, abgesehen vom Malen... Macht ihr immer auf. Oh nein. Oh nein, oh nein. Realisiert er das jetzt? Ach, schade, schon vorbei. Ich dachte, er realisiert das jetzt. So, sitzt hier jemand rum? Nein, wundervoll, pass auf. Dann ganz schnell versuchen zu stehlen. Wer hat denn da gerade so Oho gemacht? Ich weiß es nicht. Marc, du stehst da, das ist in Ordnung? Wow, das läuft ja gut. So, du gehst hier hin, Maya stellt sich, Moment mal. Moment, Moment, hier in die Ecke, das geht ja echt fix heute. Ach, cool. Ach, cool, mehr Auswahl, versuchen zu stehlen. Dann schnappt ihr den mal. Ach, wie toll. Ja, schön. Hat beides geklappt, ne? Bei ihr doch auch. Ja, supi. So, ich würde gerne irgendwo hin, vielleicht mal mit ein paar Leuten quatschen. Ich habe jetzt gerade erst an Julie und Julia gedacht, dass man vielleicht dahin geht. Jetzt kam mir aber gerade eine Idee. Und zwar habe ich doch... Wo ist es denn? Familie Space. Da sind die Eltern aber außer Haus. Schade. Schade, sonst wäre ich da hingegangen, hätte mich direkt mal mit den Aliens ein bisschen angefreundet. Aber wisst ihr was, dann gehen wir einfach mal just for fun zu Julie und Julia, wobei Julie nicht da ist, aber das macht ja nichts. Einfach mal so ein bisschen plaudern. So, ich freue mich ein bisschen wieder hier zu sein. Wir waren schon ewig nicht mehr hier, so an Türklopfen. Jetzt besteht auch keine Gefahr. Nein, nein, nein. Jetzt besteht auch zum Glück keine Gefahr, dass hier einer der beiden was klaut, denn die haben ja gerade erst was mitgehen lassen. So, wo seid ihr alle? Julie, Julia, mein Gott, dieses Haus, ne? Ewig nicht gesehen. Sag mal, wo sind die? Wo seid ihr? Seid ihr alle im Keller? Paulin, oh Gott, Paulin, freundlich vorstellt. Wo ist denn Julia? Wo ist denn Ronny? Wo sind die? Seid ihr im Garten? Boah, die Pflanzen, total vertrocknet. Es ist ja niemand da. Das ist ja voll schade. Wer läuft da? Ach, die Agatha Wubbel. Es ist niemand da. Wie blöd ist das denn? Ach, da laufe ich wieder rum, natürlich am Joggen. Hier oben ist auch keiner. Boah, Leute, ich weiß noch damals, als ich das Haus gebaut habe, ich fand das voll schön. Und jetzt, wenn ich das so sehe, denke ich mir, Alter, was hast du da gebaut? Paulin, du Kaputte. Das war schön an. Die sieht so irre aus, ey, das gibt es nicht.
So unfuglustig. Ja, ich denke, bei Pauline kann man einen Witz über Affen erzählen. Oh Gott, Kind, ey, was ist aus dir geworden? Ich freue mich aber trotzdem jedes Mal, wenn ich sie sehe. Also für die, die sie jetzt nicht kennen und sich fragen, warum hat die solche Sachen an und so eine Frisur? Ich habe ihr das nicht angezogen, es war plötzlich da. Pauline, möchtest du dich vielleicht zu uns setzen? Verrückten Plan vorschlagen, mach das doch mal. Vom Nervenkitzel des Stehlens schwärmen, schauen, was sie dazu sagt. Und du sitzt hier in Julies Zimmer. Boah, wie wenig ich da die Zimmer eingerichtet habe, ne? Also ich finde das jetzt nicht super hässlich, was ich hier fabriziert habe. Aber ich glaube, mittlerweile sieht das, was ich baue, ein kleines bisschen besser aus. Die Küche finde ich immer noch ganz schön, muss ich sagen. Aber ansonsten, ich hatte schon immer diesen Größenwahn, was die Räume angeht. Große Räume und dann, ja, die dann ein bisschen leer aussehen. Aber ich finde das gerade voll schade, dass die anderen nicht da sind. Ich dachte, Ronny und Julia wären auch da. Oh Gott, Carlo Creep, der alte Carlo Creep. Jetzt ist niemand da, das ist voll traurig, außer natürlich Pauline. Und Pauline ist einfach großartig. Willst du dich nicht mal zu mir setzen? Sie ist kokett, oh Gott. Tratschen, ja bitte. Was ist denn da los? Kometenhaft. Maike kann das Wochenende genießen, da sie zu den besten Landgrabschülerinnen gehört. Das ist schön. Marie genauso. Und Max ist aus der Schule zurück. Freitagnächte sind gut geeignet, um Zweien in Einsen zu verwandeln. Boah, dieses Spiel, ey. Immer mit dem Eins bekommen. Ja, ihr müsst alle eine Eins bekommen. Wie doof. Wo bist du jetzt? Ihr steht da jetzt rum, ne? Das war hier jetzt wirklich nicht so ergiebig. Ich dachte, wir können hier ein bisschen quatschen, aber da nur die Pauline da ist, finde ich das gerade fast ein bisschen schade und überlege, ob wir nicht einfach zurückgehen. Ich dachte wirklich, es wären alle da, aber nein. Wer läuft denn hier so rum? Die kennen wir auch nicht. Okay, was macht ihr jetzt? Mit Marc plaudern. Wisst ihr was? Ich glaube, dann gehen wir nach Hause. Ich habe mir das jetzt echt hier ein bisschen anders vorgestellt, aber wir können ja bei Gelegenheit nochmal zurückgehen. So, die Kinder sind ja auch wieder da. Ich hatte ja eigentlich fürs Wochenende eine Party hier geplant. Das können wir auch verkaufen, das hat er mitgehen lassen, ne? Einfach Justin, oh Gott, ja, weg damit. Ja, ich hatte ja eigentlich eine Party geplant. Das möchte ich aber ungern jetzt machen, einfach aus dem Grund, wenn ich so auf die Uhr schaue, wird diese Folge sowieso nicht mehr so lange gehen. Kochen. Und da ich das natürlich nicht unterbrechen möchte, was ist denn mit Macaroni und Käse? Das kannst du doch mal machen. Da ich die Party ja nicht unterbrechen möchte, werde ich das vermutlich erst in der nächsten Folge machen. Sag mal, Maike, möchtest du das hier mal bitte wegwerfen? Dann hast du was zu tun. Du bist da wieder am Rutschen. Okay, dich müssen wir auf jeden Fall malen. Das würde ich jetzt bald gerne mal tun. Was machst du? Mit Maya plaudern, flirten. Ach, schön. Du schwangerer Mann, ey. Ich kann es nicht glauben. Immer noch nicht. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich unglaublich darauf. Vor allem, was sie dazu sagt, wenn er dann schwanger ist. Ich weiß ja nicht. So, ich habe aber gesehen. Moment. Mehr Auswahl. Verdorbenes Essen aussortieren. Genau. Das kannst du mal bitte machen. Maike, dir geht es ja soweit gut. Es ist ja heute alles total super. Hausaufgaben machen. Dann sollten wir uns das echt... Bist du in der Badewanne? Mit Düsenstrahl spielen? Okay, dann mach das ruhig noch zu Ende. Ja, hallo Max, wir sehen dich. Du hast auch Hunger, okay, dann futterst du gleich ein bisschen was. Ja, da es allen einigermaßen gut geht, wäre das sogar ein guter Zeitpunkt für eine Party, ne? Ein Gericht nehmen. So, und dann kannst du hier ein bisschen mit der Mutti plaudern, von Herzen kommendes Kompliment machen. Umarmen, ja doch, kannst du auch machen. So, bist du fertig, Madame? Dann machst du auch mal bitte deine Hausaufgaben. Und der Papa, sortiert er jetzt aus? Ja, der sortiert aus. Man kann sich danach von mir aus auch was zu essen nehmen. Schön, die ganze Familie am Tisch. Auch wenn nicht alle essen. Ist es schön, wenn sich jetzt zumindest alle hier hinsetzen. Marie hat das erste Mal freiwillig die Sachen an, glaube ich. Das ist ja toll. Das ist ja toll, über Fitnesstechniken reden. Vor allem, er sitzt da mit nacktem Oberkörper am Mittagstisch. Aber okay. Ich warte nur drauf, dass irgendwie eine Reaktion von Marc kommt. Nochmal, aber irgendwie... Nein.
Marco. Ach, schön. Gut, Leute, 17 Uhr ist es jetzt. Dann würde ich fast sagen, in der nächsten Folge laden wir hier ein paar Leute hinein. Denn die Party soll so gegen Abend stattfinden. Das fände ich ganz gut. Von daher hoffe ich, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und Marc ist schwanger. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.